Was sind Frucht- und Essigester? Fruchtester sind immer positiv, Essigester sind immer negativ. Nur, wie auf einer Waage, ist es immer leider auf Messerschneide ein Produkt, was zwischen Fruchtester und Essigester tanzt. Fruchtester eben positiv, Essigester negativ. Wird so sein, dass bei 10-mal hineinriechen 5-mal Essigester kommt, 5-mal Fruchtester. Ein Produkt, wie soeben beschrieben, passiert sehr, sehr oft bei der Marille. Wenn es halb-halb ist, wird das Produkt als positiv gewertet zugunsten vom Einreicher. Also ist es okay. Nur im Grunde genommen ist es ein kompletter Grenzgänger. Fruchtester ist Teil der Aromatik, sind aromatische Inhaltsstoffe eines Produktes. Essigester ist leider im Vorlaufbereich angesiedelt, hat natürlich, nachdem es im Vorlaufbereich ist, auch sehr viel Aromatik, aber entsteht auch oder kann entstehen durch das Grundprodukt schon und vor allem durch die Destillation. Und diese Verbindung zwischen Grundprodukt und Destillation bringt eben Essigestertöne. Also achten Sie darauf, dass es nicht super schön lackig, aromatisch ist, weil Lack mehr oder weniger ist immer das Zauberwörtchen für Essigester, sondern Sie wollen doch eine super aromatische Fruchtesterbombe im Glas. Als Amuse-Gueule serviere ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.